Ja Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Es wurde was Neues entdeckt, ein neues Schwert, eine neue Waffe. Und ich zeige euch gerade mal, wo ihr die findet. Ich weiß mal gar nicht über das Schwert. Ich habe nur gesehen, dass da ein Platz entdeckt wurde. Dafür müsst ihr Refugium der Bestien hierhin zu dieser Gnade. Und dann geht ihr hier raus und wir finden jetzt zusammen den Weg, den man gehen muss. Also man geht hier außen rum. So viel weiß ich. Mache ich mal ganz kurz, ganz leicht, damit das alles ein bisschen flotter geht. So. Wir gehen hier rüber. Hier vorbei. Das Pferd braucht ihr auch nicht dafür, so wie ich das gesehen habe. Hier außen rum. Und jetzt kann man sich hier einen Weg nach unten bahnen, um ein neues Schwert zu finden. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, ob wir das finden. Den Weg. Den habe ich nicht ganz genau angeguckt. Ich weiß also nicht genau. Genau, da hinten sind so Wurzeln. Wir müssen erstmal auf die Wurzel. Also Leute, ihr sucht euch die Wurzel. Wenn es jetzt beim ersten Mal nicht klappt, dann würde ich auch einfach wieder das Video schneiden und hier hinskippen. Muss ja nicht sein, dass wir jetzt hier einen Trial and Error hier finden. Guck mal, hier sind auch schon so rote Zeichen. Können wir uns mal gerade angucken, wo die hingesprungen sind. Ah, der ist da hinten runtergefallen und der ist mit dem Pferd. Also mit dem Pferd, Leute, macht das nicht mit dem Pferd, macht es einfach zu Fuß. Das ist ganz chillig. Dann geht ihr hier hoch lang. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr euch auch diese Leuchtsteine nehmen, die euch dann verraten, wo ihr hinspringen könnt und wo nicht. Und jetzt kann man hier runter. So, soweit so gut. Und jetzt müssen wir da, genau, wir müssen ganz nach unten. Also müssen wir das nächste darüber. Erstmal hier hoch. Hier auf diese Schräge kommen. Von der Schräge, da sieht man auch schon wieder einen roten Blutfleck. Springen wir hier runter. Zack. Oh, das hat sogar ein bisschen Leben abgezogen. Müssen wir wahrscheinlich darüber springen. Machen wir. Also man sieht es schon straightforward. Hier kann man. Oh, da unten sind Gegner. Oh, das wusste ich nicht, dass hier auch Gegner sind. Gehen wir mal weg, weil ich bin ja nicht equipped. Ist das auch ein Gegner? Oh, das ist auch ein Gegner, okay. Dann darf ich hier nicht ganz nackt rumlaufen. Eine Waffe. Ein Schild. Machen wir uns mal hoch. Und ich glaube, den Sprung werde ich hier wohl schaffen, oder? Easy. So, den machen wir eben weg. Ja, just in case. Und jetzt glaube ich. Oh, guck mal, hier ist sogar schon was. Material erwerben. Das heißt schon mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier rüber. Hier runter. Ja, mal schön vorsichtig. Schauen wir mal. Ich denke mal, hier kann man einfach runterspringen. Ich mach das einfach mal. Hier drauf und dann muss man hier runter. Ah, das war zu tief. Wir skippen dahin, bis ich wieder da bin. Bis gleich. Leute, da wo wir den Stein gefunden haben, ist nicht der richtige Weg runter zu springen. Ihr geht an diesem Refugiumstein vorbei zur nächsten Säule und springt erst bei dieser Säule runter. Ich habe nämlich auch noch mal einen Gegner. Wir machen den mal eben weg. Das kriegt er hin. Dass ihr euch nicht stört. Und von hier aus geht's weiter runter. So. Hier drauf. Und jetzt bin ich mir unsicher. Wir machen hier mal kurz den Safety Move mit dem Steinchen. Dann könnt ihr mal hören, ob ihr sterbt. Und das bedeutet, ihr sterbt. Ja, vielleicht doch mal das Pferd. So, das ist ein kleiner Trick. Ja, geht ihr aufs Pferd und dann geht ihr wieder runter. Und dann geht ihr hier noch ein bisschen weiter, die Schräge entlang. Und da seht ihr schon das Item, die Waffe. Zinkweder. Uns mal gerade anschauen. 10 Stärke, 10 Geschicklichkeit. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das kann und was das ist. Schnellschritt. Ach komm, schaut mal an. Kennt ihr den Schnellschritt?
Ist nicht trophäenrelevant, gar nichts. Ist einfach nur ein kleines Add-on. Könnt ihr euch holen, müsst ihr nicht. Ist nicht sehr stark. Hat einen coolen Effekt hier mit dem Schnellschritt. Und ja, das war's. Abonniert den Kanal, liked das Video und lasst mal hören, wie ihr das Schwert findet und ob ihr noch mehr solche Sachen sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, haut rein.